Hier, ich habe Brunnenkresse gefunden. Großartig. Vielen Dank. Aber was ist mit deinen Armen geschehen? Ach, das waren nur ein paar Brennnessel. Mag sein, aber da müssen wir was machen. Es ist wirklich nicht so schlimm. Das ist die Gelegenheit, dir was zu zeigen, was nur wenige Menschen kennen. Wow, die Kugel, sie leuchtet. Das, was du jetzt erleben wirst, das ist eines der vielen Wunder, die der Wald zu bieten hat. Das ist doch nicht möglich. Die Kugel hat eine heilende Wirkung. Krass. Danke. Anna, du bist was Besonderes. Ich? Ja. Du kannst mit den Pflanzen umgehen, du verstehst den Wald. Und du spürst so viel, was andere Menschen nicht können. Aber wissen Sie das? Ich habe es gefühlt, als ich dich das erste Mal sah, bei dem Maskenball. Es hat mich tatsächlich sehr viel Überwindung gekostet, dorthin zu gehen. Ich mag keine Menschen und erst recht keinen Besuch. Das stört mich bei meinen Forschungen. Die anderen Waldbewohner wissen ganz genau, dass sie nicht über mich reden sollen. So, deshalb hat nie jemand einen Ton gesagt. Aber mach dir keine Sorgen, Anna. Bei dir ist es was anderes. Du bist anders als deine Freunde. Und du darfst mich jederzeit besuchen. Und irgendwann, da wirst du auch verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Aber jetzt ist der Unterricht beendet. Auf Wiedersehen. Das glauben mir die anderen nie.